Ein herzliches, sonniges Moin Moin aus Hamburg. Ich möchte heute mit dir wieder in aller Kürze, also ungefähr 3 Minuten, über den aktuellen Beitrag sprechen. Dieser heißt Mein Ausflug zum DVV-Pokalfinale, dem größten Volleyball-Event des Jahres. Ich habe schon häufiger mal durchklingen lassen, dass ich super wichtig finde, dass der Fußball auch mal rechts und links schaut, über den eigenen Tellerrand hinaus und auch den eigenen Horizont erweitert. Und da hilft natürlich der Blick in andere Branchen, aber auch in andere Sportarten. Über eine Kooperation mit der IST-Hochschule war ich vor 2 Wochen in Mannheim. Vielleicht erinnerst du dich an das etwas düster wirkende Video aus dem Hotelzimmer mitten in der Nacht. Genau das Wochenende meine ich. Ich hatte da die Gelegenheit, neben einer Veranstaltung, auf der ich wieder mal einen Vortrag halten durfte, an dem Pokalfinale des Deutschen Volleyballpokals teilzunehmen bzw. zuzuschauen. Und möchte dir jetzt einmal erzählen, welche 3 Dinge der Fußball meiner Meinung nach vom Volleyball lernen kann. Das erste ist das Thema Emanzipation. Im Volleyball ist es nämlich tatsächlich so, dass Frauenvolleyball stärker nachgefragt ist als Männervolleyball. Ich habe die Organisatoren natürlich gefragt, woran das liegt, und die Antwort war recht einfach: Die Frauenbundesliga ist wesentlich spannender. Bei den Männern ist der Titelkampf eigentlich ein Zweikampf und es gibt ein sehr starkes Leistungsgefälle innerhalb der Liga. Woran musst du jetzt denken? Ich auch, an den FC Bayern München. Ich weiß aber auch, dass Spannung nicht nur aus dem Meisterschaftskampf kommt, sondern auch aus dem Abstiegskampf, dem Kampf um die europäischen Plätze. Trotzdem ist es, glaube ich, was, wo der Fußball ein Auge drauf werfen muss. Kommen wir zum zweiten Thema, die Einbindung von Sponsoren, beziehungsweise eigentlich war das nicht nur ein reines Sponsoring, was die Comdirect beim DVV-Pokalfinale gemacht hat, sondern sie wurde als Technologiepartner, als Innovationspartner positioniert. Und das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich die Direktbank, bei der ich vor einigen Jahren selber mal war, wieder ein bisschen positiver wahrnehme, weil sie ständig in Videos eingeblendet wurde und alle möglichen Innovationen immer in Verbindung mit dem Sponsoring-Partner gesetzt wurden. Das fand ich echt klasse. Wo wir jetzt schon über Innovation sprechen, kommen wir auch schon zum dritten Punkt, nämlich der Experimentierfreude der Volleyball-Bundesliga. Da möchte ich einmal hervorheben, dass es so eine Innovation gab, wie beispielsweise eine Art Videobeweis. Die Trainer konnten nämlich pro Satz eine bestimmte Anzahl, nämlich 2, Entscheidungen der Schiedsrichter anzweifeln, challengen, wie das genannt wurde. Und dann wurden diese versucht, mit Videobeweis zu belegen oder zu widerlegen. Das ist etwas, was vollkommen neu war. Das finde ich einerseits beeindruckend, weil natürlich bei so einem großen Event, da waren 12.000 Leute, beim ersten Test nicht alles glatt laufen kann. Da finde ich es super mutig, dass die Veranstalter sich das getraut haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch echt klasse, wie die Fans reagiert haben, weil obwohl das manchmal ein bisschen länger gedauert hat, haben die sehr gelassen reagiert und am Ende die Entscheidung einfach, wie auch immer sie gefallen ist, gefeiert. Besonders spannend fand ich in dem Zusammenhang auch, dass die Organisatoren gesagt haben, es geht nicht ausschließlich darum, den Sport gerechter zu machen, was natürlich ein wichtiger Grund ist, sondern es geht zusätzlich auch darum, den Sport weiter zu eventisieren. Das bedeutet, dadurch zusätzliche Spannung reinzubringen. Auch da haben die super viele Ansätze, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil die alle noch in der Entwicklung sind. Auf jeden Fall richtig klasse, weil beim Fußball solche Innovationen ja immer sehr, sehr skeptisch beäugt werden. An sich muss ich natürlich abschließend aber nach wie vor sagen, dass Volleyball eher eine Randsportart ist. Nur eine Zahl zum Vergleich: Der Sieger des Volleyball-Pokalfinales bekommt 6.000 Euro. Also das Team, nicht jeder einzelne Spieler. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Insgesamt wird im Pokalwettbewerb des Volleyballs 20.000 Euro ausgeschüttet, für die Männer und für die Frauen jeweils separat. Und da nur eine Zahl zum Vergleich zum Fußball, da werden im DFB-Pokal um die 50 Millionen Euro ausgeschüttet an alle teilnehmenden Vereine. Nichtsdestotrotz, super spannend, und obwohl der Fußball so viel größer ist, kann er, glaube ich, ein bisschen was vom Volleyball lernen und würde mir sehr wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Verantwortliche dieses Video sieht und sagt, stimmt, hat er recht. Wenn du jetzt sagst, du möchtest mehr über das Event erfahren, möchtest mehr erfahren, was ich da auch gemacht habe, dann klick am besten auf den Link in der Beschreibung zum Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn du vorbeischaust. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und sage bis nächste Woche, dein Ralf von Fußballwirtschaft.